Hallo, und da sind wir wieder und wir brechen heute auf nach Pandoria. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Und wir wollen einfach mal loslegen. Seid stark, seid vorsichtig und springt uns alle nach Hause. Möge Aldin mit euch sein. Reite durch das Portal im Tal der Wächter und triff dich mit den Zuriden in Pandoria. Zeit und Raum entfalten sich. Das wird ein lustiges Abenteuer. Pandoria, willkommen. Das möchte ich ganz in Ruhe machen. Okay. Okay, die wollen nicht, dass in Ruhe gemacht wird. Ich bin bereit, mit Garnox höchstpersönlich vorzuknöpfen. Okay, halt euch an. Wir werden bald da sein. Zeit und Raum entfalten sich. Wieder einmal. Tut mir leid, ich muss es tun. Moment. Ich brauche dieses schöne Bild. Dann mal los, weiter geht's. Das Portal hat funktioniert. Wir haben es nach Pandoria geschafft, gemeinsam. Jetzt müssen wir nur noch zu Aydin beten, dass wir in der Nähe des Ortes gelandet sind, wo sie Anna gefangen halten. Folge den Zuweilern. Wie lang ist es her, dass wir das letzte Mal zusammen hier waren? 2 Jahre? Es ist schon noch schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Tusha, dass uns hier alles töten will. Du sagst es. Du sagst das so, als ob Pandoria ein verwunschener Ort ist. Unsere Realitäten sind vielleicht nicht vereinbar, aber das heißt noch lange nicht, dass uns Pandoria böses gesinnt ist. Gidris? Nun, er ist nur ein Pandorianer. Und ich glaube immer noch, dass er sich zum Guten wenden wird. Natürlich tust du das, Linda. In deinen Geschichten steckt früher oder später jeder Bösewicht unter eine Decke mit den Heldinnen. Der Decke der Liebe. Was? Okay. Wird rot. Okay, da wird jemand rot. Gut, böse, ich weigere mich zu glauben, dass die Welt nur in Schwarz und Weiß zu sehen ist. Dann mal los. Ich hoffe, okay, da reiten wir los. Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir zusammenbleiben müssen. Ist das Anne? Haben sie ihr nur angetan? Okay,
Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Darkcore ist definitiv böser. Ich kann es kaum glauben. Jetzt steht nicht mehr zwischen uns und unserer Freundin. Nichts abgesehen von einer Wand aus Kristall. Sie sieht darin so friedlich aus. Denkst du, dass ihr bewusst ist, wie viel Zeit verstrichen ist? Kann sie etwas fühlen? Träumt sie? Hoffentlich sind das schöne Träume. Näher dich dem Kristallgefängnis von Anna. Anna? Selbst jetzt ist sie eine Inspiration. Schluchz. Was? Tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat, dich zu finden. Bitte vergib uns. Arme Alex, mach dich deswegen nicht fertig. Daku? Eure Freundin Anna hat uns im Namen der Wissenschaft einen großen Dienst erwiesen. Dank ihres Opfers stehe ich kurz davor, die Kräfte der dunklen Sonne zu entfesseln. Dunkle Sonne. Meine Assistenten sind schon mit dem Aufbau des Tors beschäftigt. Bald wird Garnok. Zapf. Ark. Danke. Wir nehmen Anne jetzt mit nach Hause. Verschwinde jetzt. Oder soll ich die Vollzahl erhöhen? Ich hoffe. Mal gucken, was der will. Nehmt sie. Sie ist uns nicht mehr von Nutzer. Also haben sie so gesagt, jetzt das, was sie möchten, auch praktisch gesehen erreicht. Aber zuerst ein Abschiedsgeschenk. Arbeite mit Alex zusammen, um Darko höchstes Haustier zu besiegen. Was soll ich machen? Darkos Haustier. Alex, Kyra. Was ist das denn? Ach, das Ding. Boah, ist das nicht dieser Typ, der Neid das irgendwie gefangen hatte? Muss eine neue Art der pandorischen Monster sein. Es ist schlimmer als ein Monster. Er ist ein Pferdedieb. Machen wir ihnen etwas Feuer unter den Hintern. Hey, was soll ich denn machen? Anscheinend hat Darko eine Art der Verteidigung um sein Haustier errichtet. Ich kann von hier aus keinen Soulstrike auf ihn abfeuern. Einer von uns muss sich ihm nähern. Du reitest besser als ich, Kyra. Also musst du das tun. Tikan und ich werden dich um Stromhart mit elektrischen Energie aufladen. Reite direkt auf das Monster zu, um einen vernichtenden Schlag auszuteilen und ihn so außer Gefecht zu setzen. Also nur reiten, ja. Alter, was? Okay, einen Schlag haben wir wohl geschafft. Ich muss wohl die Dinger ausweichen. Klasse, Kaya, du hast einen erwischt. Nimm das Monster. Boah.
Herrje, ich glaube, wir haben ihn noch nicht wütender gemacht. Er bereitet dem nächsten Angriff vor Achtung. Was soll ich da machen? Mist. Tut mir leid, aber ich muss mich konzentrieren. Bleib weg, du. Und weg mit dir. Da sind wir wieder. Sag, das Haustier wird uns so schnell keinen Ärger mehr machen. Wir bilden einen erschreckend guten Team, nicht wahr, Kyra? Bist wieder da. Untersuche das Kristallgefängnis von Anne. Wo ist Darko? Warte nur, bis ich den in die Finger bekomme. Keine Ahnung, er ist im selben Moment verschwunden wie du. Darüber können wir uns Sorgen machen, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir einer Freundin helfen. Du hast recht, Anne. Kann sie uns hören? Hier bekommen wir sie da nur heraus. Mit einem Soul Strike. Nein, wir könnten nicht riskieren, dass wir Anne verletzen. In ihrem Zustand würde sie das wahrscheinlich umbringen. Vielleicht könnten wir. Schaut. Der kleine wird. Also die kleine. Die kleine Schwester. Da ist Anne. Anne. Hier. Du bist mir in den Kristall erschienen. Du bist zurückgekommen. Stell dich Anne vor. Sieh mal an, wer ist. Endlich für nötig gefunden hat, sich blicken zu lassen. Anna, ich entspann dich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Anna, hast ja lange genug dafür gebraucht. Aber wo ist er? Wo ist mein. Du bist nicht mein Concord. Es tut mir leid, Anne, als Dakor dich entführt hatte, dir die Concorde, die du kanntest, dem Anschlag zu opfern. Aber seine Seele lebt weiter hier. Ihre Seele ist kompliziert. Die nehme ich mir vor.
Ich will mir die Monster vornehmen, die mein Pferd getötet haben. Okay. Ganz ruhig, Cowgirl. Du hast gerade 2 Monate in einen Kristall verbracht. Bringen wir dich erst einmal nach Hause. Die Gerechtigkeit kann warten. Keine Gerechtigkeit. Rache. Oh je. Wenn du mit deinen Freunden in diesen rosa Hölle geritten bist, dann musst du entweder unglaublich mutig oder unglaublich dumm sein. Was es auch ist, ich danke dir. Du sagst, dein Name ist Kyra? Ich bin Anne von Blissen, aber ich schätze, dass du das bereits weißt. Ich freue mich darauf, dich besser kennenzulernen, Kyra. Okay. Ich nehme an, dass ihr Mädels einen Plan habt, wie wir nach Hause kommen könnten. Weiter mit Anna aus Pandoria und durch den Tunnel zurück nach Jorvik. Ich dränge ja nur ungern, aber das Portal in Richtung Heimat verhält sich etwas seltsam. Darko, er versucht uns alle in Pandoria einzuschließen. Wir müssen los, jetzt sofort. Ich reite mit Kyra, wenn das in Ordnung ist. Spring auf. Dann mal los. Einmal so langsam. Zeitungsraum entfaltet sich. Mal sehen, wo wir ankommen. Ach du meine Güte, die Brücke stürzt ein. Ich kann die anderen nicht sehen, du vielleicht. Das sind Zuhälter, sie haben schon schlimmere Situationen als das gemeistert. Du musst weiterreiten. Ui! Okay, wir stecken fest. Wir müssen echt versuchen. Ein bisschen die Sache ruhig anzugehen. Schon wieder? Was ist das denn? Okay, schnell durch, wo noch was passiert. Dank Eidienst, ihr habt es geschafft. Rede mit Elisabeth. Anna, warum starrst du mich so an? Stimmt etwas mit meinem Aussehen nicht? Nein, du siehst perfekt aus wie immer. Sind wir wieder vollzählig? Wo sind Alex und Tikan? Sie waren direkt hinter mir. Schaut. Wo ist Alex? Sie sind Darko her. Ich habe versucht, sie zu stoppen, aber sie ist nicht stark genug, um es allein mit Darko aufzunehmen. Wir müssen ihr helfen. Wir verlieren das Portal. Sie wird für immer im Chaosraum gefangen sein.
ein Wort. Okay. Alex, die Schwesterschaft wird wieder eine Einheit sein. Wir dürfen jetzt nicht versagen. Nein, ich werde nicht noch ein Mädchen verlieren. Ganz besonderes, nicht sie. Euge Elisabeth durch das Portal und finde Alex. Ich komme, Alex. Kaira, warte. Aiden, hilf uns. Oh oh. Wir ha haben Herr Sans besiegt. Glaubst du im Ernst, dass wir es nicht mit einem Möchtegern-Zauberer wie dir aufnehmen können? Herr Sans ist ein Relikt der Vergangenheit. Ich bin die Zukunft von Dark Core. Und außerdem, kleiner Alex, ohne deine Soul Fährt, bist du nur ein wütendes Mädchen auf der Straße. Okay. Du bist ein Nix, Alex, glaubt mir. Unwürdig. Du machst es mir so einfach. Huch. Da liegst du falsch, Darko. Alex besiegt einen der strahlendsten Seelen. Besitzt einer der strahlendsten Seelen, die ich je kennengelernt habe. Und bei Aideen, ich schwöre, dass du ihr kein Haar krümmen wirst. Elizabeth Sunbeam. Das letzte Überbleibsel einer gescheiterten Schwesternschaft. Dieser Abfall liegt dir wirklich am Herzen, nicht wahr? Sie zu entsorgen wird mir dann umso mehr Freude machen, okay? Was? Okay, Dako platt gemacht. Okay, erstmal nicht platt. Elisabeth, ich. Es gibt so viel, das ich dir nie gesagt habe, Alex. Nein, nein. Ich bin so stolz auf dich. Nein? Hat sich gerade Elisabeth selber gesprengt? Und Darko fällt darunter. Okay, müssen wir mal abwarten. Geh mal hin, ich will wissen, was los ist. Sie ist wirklich von uns gegangen. Wir müssen einen Weg finden, sie zurückzubringen. Nein, nicht dieses Mal. Was ist das? In diesem Punkt noch nach. Es wird so dunkel. Was? Hört sich an wie... Nein, das ist unmöglich. Das ist ganz sicher Lisa. Was? Oha. Mal durch.
Die noch springen hier drinne. Warum muss sie mir folgen? Es war nicht deine Schuld, Alex. Wenn sie dich liebte, wie alle tun das. Ich weiß nicht warum. Und wir müssen bestimmt noch hier lang fahren. Darüber. Wie? Hier kommt man also hoch. Es tut mir leid, es ist gerade ein bisschen spannend. Wie komme ich denn da hoch? Es muss aber hier irgendwie. Ich muss mal kurz gucken, wo es lang geht, um darüber zu kommen. Wir müssen einmal zurück, wahrscheinlich. Oha. Sind wir hier wieder angekommen? Kann sie nicht springen? Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Punkte, oh, Punkte sind aber auch weg. Wie sitzt Alex? Ich muss mal kurz in meinen Auftrag-Log gucken. Nein, ich werde dich nicht noch ein Mädchen verlieren, ganz besonders nicht sie. Die bewahre Eidienst. Oh Gott. Ja, aber wie kommen wir jetzt weiter? Noch mal. Weil der sagt, Licht sagt einmal hier lang. Was haben wir denn noch für eine Möglichkeit?
einmal hier lang gehe. Ich muss da irgendwie hoch. Wenn ich jetzt hier rauf gehe. Gehen wir mal hier rein. Warum kann ich denn jetzt hier drin nicht springen, ist die Sache. Ist hier irgendwie, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich brauche das Pferd. Aber ich bin mir jetzt halt nicht sicher. Wenn ich jetzt das hier mache, Problem. Ich mache es mal. Guck mal, hier sind die großen Flocken wieder. Gut, ich werde mal ab hier kurz stoppen und dann sehen wir uns später. Auf Wiedersehen.